Jeder hat einen Loszettel, wo sein Name draufsteht, den wirft er persönlich in eine Wahlurne. Und dann wird diese Reihenfolge gezogen und jeder kann dann an den freien Gräbern seinen Grabplatz aussuchen. So traurig das Ganze ist, aber wir sind sehr glücklich. Nicht traurig, man muss einfach realistisch sein. Gell?